Heute möchte ich euch Stabelektroden in Live-Schweißen ein bisschen näher bringen. Dazu habe ich, wie ihr schon kennt, unsere Pico 350 Zell PWS vorbereitet. Und beginnen möchte ich mit der Rutil umhüllten Elektrode. Ihr seht hier die Angaben auf der Packung. Diese sagen dem Schweißer den Stabelektrodendurchmesser, den Einstellbereich der Stromstärke und die zu verschweißenden Positionen. Ich habe an der Stromquelle jetzt eine Stromstärke von 135 Ampere angewählt. Und hier könnt ihr erkennen, habe ich die Kennlinie für eine rutil umhüllte Elektrode voreingestellt. Die Polarität auf der Zange ist Minus. Wir spannen die Elektrode ein. Ich habe mir die beiden Bleche schon vorbereitet, die ihr hier seht, und schweiße nun die rutil umhüllte Elektrode. Und los geht's. Achtet bitte darauf, nach dem Schweißen können sich unbeabsichtigt Schlackenbestandteile selbstständig lösen und euch unter Umständen, wenn ihr nicht richtig geschützt seid, verletzen. So, was kann man jetzt erkennen? Man kann jetzt erkennen, dass man die Schlacke sehr leicht entfernen konnte und dass diese Schlacke quasi als Restbestandteil beim Schweißen übrig bleibt. Ich kann sie entfernen und die Naht anschließend reinigen. Dazu nehme ich eine Drahtbürste. Was ist typisch für das Schweißen mit der rutil umhüllten Stabelektrode? Wir haben eine sehr feine Nahtzeichnung und eine sehr einfache Handhabung der Stabelektrode. Wenn man, wie hier in diesem Fall gezeigt, zwei Bleche miteinander verbindet, dann ist Folgendes zu beachten. Schweißt man von links nach rechts, wie in diesem Falle als Rechtshänder, würde ich den Winkel der Stabelektrode zum Blech hin neutral halten. Dabei ist darauf zu achten, dass man in dieser Richtung natürlich 90 Grad ist und in dieser Richtung ca. 70 bis 75 Grad Neigung einhält. Dann ist die Elektrode am leichtesten zu führen und die Schlacke am besten unter Kontrolle. Wie schon im vorherigen Video besprochen, nochmal der Hinweis, eine rutil umhüllte Elektrode wird sehr gerne verwendet für das Schweißen einer finalen Decklage. Ihre Eigenschaften sind sehr homogenes Schweißgut und sehr einfache Handhabung. Deswegen wird sie auch gerne für die Anfänger genutzt, die sich mit dem Elektrodenschweißen anfreunden bzw. leichtere Schweißaufgaben abschweißen wollen. Ihr Nachteil liegt hinsichtlich der mechanisch-technologischen Werte, die im Vergleich zum beispielsweise einer basisch umhüllten Elektrode niedriger anzusetzen sind. Kommen wir nun zu einer weiteren Elektrode, der basisch umhüllten Elektrode. Ich habe nun folgendes Setup verändert. An der Maschine bin ich auf die basische Kennlinie gegangen, was zur Folge hat, dass wir eine Pluspolarität auf der Zange haben. Wir müssen das deswegen tun, weil wir höhere Lichtbogentemperaturen brauchen, um den zäh fließenden Kernstab abschmelzen zu können. Ich habe die Stromstärke auf 125 Ampere eingestellt. Das geht aus den Empfehlungen nach der Elektrodenpackung hervor. Ihr könnt erkennen am Nahtbild, die Schuppung ist grob strukturierter, wenn ich sie mit der rutil umhüllten Elektrode vergleiche. Des Weiteren habe ich hier
einen etwas höheren Spritzeanteil. Für mich als Schweißer hat sich beim Handhaben der Elektrode dargestellt, dass das Handling der Schmelze ein Stück weit komplizierter ist, weil der Lichtbogen als solches ein klein wenig unruhiger ist. Vorteil hier nochmal dieser basisch umhüllten Elektrode ist, sie hat erhöhte mechanisch-technologische Eigenschaften, was sie bevorzugt im Tankapparatebau, Stahlbau und Behälterbau zum Einsatz bringt. Ja, kommen wir nun zum Allrounder. Das ist die sogenannte RC-Blau-Elektrode, Rutilzellulose, ein Mischtyp. Hier habe ich sie in den Abmessungen 3,25 ausgewählt und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr homogene und gute Schweißeigenschaften hat und dadurch gerade bei Montagenähten eingesetzt wird. Die Stromstärke habe ich jetzt mal auf 100 Ampere eingestellt und würde euch das gerne jetzt live zeigen. So, das Schweißen ist beendet und ich habe euch hier nochmal die drei fertigen Ergebnisse hingelegt und ihr könnt nochmal einen Blick darauf werfen, wo die Unterschiede sind zwischen Rutil, basischer und Rutil-Zellulose umhüllter Elektrode. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Anfänger seid und keine zu hohen Anforderungen an die Schweißung als solches gegeben sind, würde ich immer mit der Rutil umhüllten Elektrode beginnen. Weil sie ist eigentlich die Elektrode, die die einfachsten und homogensten Schweißeigenschaften hat. Geht es an Schweißungen, die durchaus eine höhere Belastung der Schweißung als solches erfordern, würde ich die basisch umhüllte Elektrode auswählen. Man muss dabei beachten, wie ich schon erwähnt hatte, Pluspol an der Stabelektrode und die Rücktrocknungsvorschriften auf der Elektrodenpackung sind einzuhalten. Das erleichtert das Schweißen. Und last but not least, unser dritter ist ein Mischtyp, die Rutil-Zellulose umhüllte Elektrode. Diese hat ja die Verbindung von sehr homogenen Schweißeigenschaften, aber dennoch ganz guten mechanisch-technologischen Eigenschaften. Falls ihr Fragen an uns habt zu diesem Thema, dann würden wir uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren postet oder uns schreibt.